für jeden Genießer. Erleben Sie schöne Momente an der Bar, in den kleinen, gemütlichen Nischen auf einer der beiden Ebenen im Restaurant oder auf unserer idyllisch am Mühlgraben gelegenen Terrasse. Wir zaubern Ihnen täglich eine deutsch-mediterrane Küche auf den Tisch. Mit frischen Produkten aus der Region, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Cocktails, guten Weinen und ständig wechselnden Bierangeboten vom Fass. Besuchen Sie uns und lassen Sie bei einem guten Essen alles andere hinter sich. Ihr Stadtrestaurant Prinz Heinrich in Quedlinburg. All you can hear. Am Samstag, den 11. Juni, gibt's ab 17.30 Uhr 6 Stunden Party nonstop auf dem Halberstädter Holzmarkt. Also bringt gute Laune mit zum XXL Open Air Sommerkonzert anlässlich des 55-jährigen Bestehens des Jugendblasorchesters. Mit dabei sind das Original Druckluftorchester mit Peter Till, die Big Band des Landespolizeiorchesters mit Sängerin Doreen Günther, eine spektakuläre Lasershow zum Abschluss und natürlich das Ensemble des Jugendblasorchesters Halberstadt. Genießt eine Show der Extraklasse. Der Eintritt ist frei. Goethe war am Stubenberg, Bismarck besuchte ihn und haben Sie schon die gutbürgerliche Küche kennengelernt? Die immer frisch zubereiteten saisonalen Gerichte probiert, die Gastfreundschaft und natürlich die herrliche Aussicht genossen? Reise-, Wander- und Bikergruppen finden im Restaurant oder Biergarten immer ein gemütliches Plätzchen. Und Familienfeiern werden garantiert festlich gestaltet. Das Team vom Hotel Stubenberg erwartet auch Sie. Wochentags ab 15 Uhr und an den Wochenenden ab 11.30 Uhr. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Jetzt Sonderaktion in der Entertainment-Abteilung. Über 1000 Artikel drastisch reduziert. CDs ab 1 Euro, Filme ab 2 Euro und Games ab 3 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Außerdem informiert das Team über die Samsung-Wechselaktion, die noch bis zum 11. Juni geht. Auf ausgewählte Geräte erhalten Sie bis zu 1000 Euro von Samsung zurück. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Unwetterartige Gewitter sorgen für Überschwemmungen. Nach Elvira sorgt das Tief Frederike momentan für überflutete Straßen im ganzen Harzkreis sowie hier im Quedlinburger Rambergweg. Innerhalb weniger Minuten steht das Wasser mehrere Zentimeter hoch und insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THWs versuchen Schlimmeres zu verhindern. Auch der Blick in die Lindenstraße weckt Erinnerungen an 2015, als schier endlose Wassermassen ein absolutes Chaos und beträchtliche Schäden in der ganzen Stadt hinterließen. Am Donnerstag mussten die Kameraden zum Großeinsatz in den Dittforter Weg. Hier trat der Mühlgraben aufgrund des Starkregens über die Ufer und überschwemmte ein komplettes Grundstück. Auch für angrenzende Häuser bestand dabei akute Überflutungsgefahr. Mit einem Sandsackverbau konnte die Situation gesichert werden. In mehreren Straßen liefen außerdem die Keller voll. Zum Glück beruhigt sich das Wetter am Wochenende und vor allem in der nächsten Woche dann etwas. Zwar muss weiterhin noch mit grauen Wolken und Regen gerechnet werden, aber die unwetterartigen Gewitter sind erstmal vorbei. Gemeinsam für die Diesterwegschule. Unterschriftenaktion mit überragendem Ergebnis zu Ende gegangen. Signalrot sind die Unterschriftenlisten, die Dieter Krone mit ins Halberstädter Rathaus gebracht hat. Und genau dieses Signal sollen sie auch sein, die 7600 Unterschriften, die er und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen gesammelt haben. 3000 Stimmen wären nötig gewesen, um das Bürgerbegehren anzuregen, das ihre Schule vor dem Aus bewahren soll. Zwar hatte Oberbürgermeister Andreas Henke erwartet, dass es die Siedler schaffen, die Unterschriften zusammenzubekommen. Das Ausmaß der Beteiligung überrascht aber auch ihn. Das, was der Förderverein Sackstädter Siedlung Gießerwegschule jetzt bewiesen hat und unter Beweis gestellt hat, ist ein Engagement, was hier in Halberstadt seineszeichen lohnt. Das ist eine völlig neue Qualität. Das hatten wir noch nie in dieser Form, dass sich ein Förderverein derart stark engagiert für ein kommunalpolitisches Thema, das offensichtlich, und man sieht es an der Anzahl der Unterschriften, eben nicht nur die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Sackstädter Siedlung berührt, sondern selbst in der Kernstadt und in den umliegenden Ortsteilen. Rückblende. Halberstädter Rathaus, großer Sitzungssaal, 28. April.
Hitzig wird diskutiert, wie es mit der Diesterwegschule in der Sackstädter Siedlung weitergehen soll. Zukünftig plant die Stadt mit 5 statt wie bisher 6 Grundschulstandorten. Düstere Aussichten für die Grundschule mit dem mit Abstand schlechtesten baulichen Zustand. Kurz darauf passiert es. Mit einer Stimme Mehrheit stimmt der Stadtrat für die Schließung der Diesterwegschule. Betretenes Schweigen unter den 250 anwesenden jungen und alten Siedlern. Ihr Schweigen ist Engagement gewichen. Durch das nun angestrengte Bürgerbegehren muss sich der Rat noch einmal mit seiner Entscheidung befassen. Befürworter der Aktion kommen dabei aber nicht nur aus der Sackstädter Siedlung. Unsere Unterschriftensammlung hat uns eigentlich gezeigt, dass auch die Leute aus den Spiegelsbergen oder aus der Trauteweinstraße tatsächlich erkannt haben, die Diesterwegschule und die Sackstädter Siedlung ist nicht so ein Randproblem von irgendwelchen knurrigen Leuten, den Siedlern, sondern es ist ein Problem der gesamten Stadt Halberstadt. Sonst wären wir nicht auf diese fast 8000 Unterschriften gekommen. Zum Zeitpunkt der Stadtratssitzung am 28. April wurde von einem finanziellen Aufwand von 6,5 Millionen Euro ausgegangen. Nun sei man, so Siedler Dieter Krone, zu einer älteren Option zurückgekehrt, die weit weniger Geld kostet. Tatsächlich gibt es ein gar nicht so neues Projekt, das die Sanierung im Bestand bevorzugt, von einem Ingenieurbüro Köhler Fünfhausen, bereits vor einigen Jahren entwickelt. Dann so ein bisschen leider zu wenig beachtet, haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Herrn Fünfhausen, der ja auch Mitglied des Stadtrates ist, noch einmal versucht zu aktualisieren. Das heißt, wir könnten das gar nicht, sondern das hat eben, wie gesagt, das Ingenieurbüro gemacht, hat aktuelle Zahlen erbracht, die natürlich innerhalb der letzten 5 Jahre sich auch gesteigert haben, wie überall. Der Kostenindex ist nun mal gestiegen, aber mit einem Betrag, der jetzt möglicherweise bei ungefähr 4 Millionen liegen würde, meinen wir, haben wir Argumente, die dieses überteuerte, in meinen Augen, Entschuldigung, überteuerte Riesenprojekt, das da ursprünglich immer zur Diskussion stand, das sollte zur Seite geschoben werden. Aber auch diese Option hätte drastische Auswirkungen auf den Stadthaushalt. Etwa 1 Million Euro hat die Stadt Halberstadt jährlich für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Eine Schulsanierung für 4 Millionen, das geht nicht ohne deutliche Kürzungen in anderen Bereichen. Man muss dann einfach Prioritäten setzen. Also unmöglich wäre ja die Umsetzung des Projektes Diesterwegschule nicht. Man musste nur sagen, auf was man dann verzichten will. Und ich bin der Meinung, eine Kommune darf nicht nur in Beton und Asphalt für Straßen, für Radwege, für Fußwege investieren, sondern in dem Fall auch mal in andere Bausteine, nämlich Bildungsbausteine. Auch das ist ein wichtiges Infrastrukturelement. Dann frage ich doch mal ganz direkt, was wären denn so 3, 4 Sachen, die Ihnen spontan einfallen, für die es dann, wenn in die Diesterwegschule investiert wird, in den nächsten Jahren schlecht aussehen könnte? Na gut, also die Investitionsmittel, die wir bekommen, sind natürlich für mehrere Dinge verwendbar. Zum einen für die Herrichtung des kommunalen Straßennetzes, für Fußwege, für Radwege, für die öffentlichen Gebäude, für Löschwasserversorgung, für die Anschaffung von Feuerwehrtechnik. Insofern keine Frage, es ist alles wichtig. Nur muss der Stadtrat dann jetzt eben seine Prioritäten neu überdenken. Noch weniger Geld für Straßenbau, Feuerwehr, öffentliche Gebäude. Das wäre für Jahre die Perspektive, sollten sich die Bürger bei einer etwaigen Befragung für den Erhalt der Diesterwegschule aussprechen. Gesagt wurde, es soll zukünftig gearbeitet werden mit 5 Grundschulstandorten. Warum dann nicht den schließen, der den höchsten Sanierungsaufwand hat? Und das ist ja, wenn man sich umguckt, dann doch die Diesterwegschule. Ja, das ist keine Frage, aber ich kann doch diese Frage nicht nur daran festmachen, welche Schule hat den höchsten Sanierungsaufwand, sondern erstmal muss ich doch für mich als politische Entscheidung festlegen, wie viel oder wie will ich überhaupt die Bildungsinfrastruktur gestalten? Will ich in der Tat auch das umsetzen, was immer so schnell postuliert wird, kurze Wege für kurze Beine? Wir haben dort einen recht autarken Stadtteil, der alles hat, was man eigentlich zum Leben braucht, vom ÖPNV über Schule, über Kindertagesstätte, über die Hortversorgung, über medizinische Versorgung, über die Nahversorgung. Es ist alles da. Und warum diesen Stadtteil in der Entwicklung zurücknehmen? So sehen es auch die Siedler selbst. Bis es tatsächlich zum Bürgerentscheid kommt, ist es noch ein weiter Weg.
Mitarbeiter der Stadt machen sich nun daran, die Unterschriften zu prüfen und mit dem Wählerverzeichnis abzugleichen. Denn nur Stimmen von Halberstädtern und Bürgern der Ortsteile sind auch gültig. Sollten allen Erwartungen nach genug Stimmen übrig bleiben, entscheidet am Ende der Bürger. Was wäre denn, wenn dieser Beschluss des Stadtrates, nur noch 5 Grundschulen sollen erhalten bleiben, wenn der umgesetzt würde? Über 100 Schüler müssen dann aus der Sargstädter Siedlung bewegt werden in Richtung Goetheschule, andere Grundschulen. Das heißt, die gesamte Stadt mit ihren dann 5 Grundschulen müsste neu aufgeteilt werden, neue Schuleinzugsbezirke müssten entstehen. Es sind mit den über 100 Kindern Klassenfrequenzen, die nicht mehr so wie jetzt erhaltbar sind, sondern in den einzelnen Schulen würden sich die Klassenfrequenzen ändern. Zum Schlechten. Ich bin Lehrer seit 100 Jahren, hätte ich beinahe gesagt, aber ich kann das aber einschätzen. Es ist ein Unterschied, ob man 17 Schüler hat oder 27. Das ist so. Und darum ist es ein gesamtstädtisches Problem für alle interessierten Eltern oder ehemaligen Eltern. Es soll unseren Kindern, das ist die Zukunft, denen soll es nicht schlechter gehen, denen soll es besser gehen. Das ist mit einem Beschluss nur noch 5 Grundschulen nicht haltbar. Dass die Halberstädter noch vor September an die Urnen gerufen werden, ist unwahrscheinlich. Bis dahin gilt nicht nur im Stadtrat, Prioritäten zu setzen. Es ist wieder Zeit für das beliebteste Jazzfestival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH. Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Freuen Sie sich auf die Jazzhochburg im Fachwerk-Idyll bei den 14. Quedlinburger Dixieland- und Swing-Tagen. Vom 24. bis 26. Juni sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie auf keinen Fall das Eröffnungskonzert am Marktkirchhof, Jazz in der City und vieles mehr. Erleben Sie Quedlinburg bei Jazz- und Dixie-Klängen im Marktkirchhof, in der Steinbrücke, in den beteiligten Hotels und Restaurants und auch im Kaiserhof heißt es Ende Juni Keep Swinging. Zwar ist der Dixie-Train längst ausverkauft, allerdings gibt es schon jetzt Tickets für den 2. Quedlinburger Herbst-Dixie im September. Alle Informationen und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlinburg-swing.de und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlinburg.de. Ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telekolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telekolumbus.de. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed-Surfen und telefonieren gratis.
Jetzt ab 1999. Nur bei telecolumbus.de. Ansturm im Tierpark. Kinder erobern den neuen Spielplatz. Ziemlich aufgeregt waren schon Tage zuvor die Bewohner des Tierparks Westerhausen. Denn es lag irgendwas in der Luft. Das merkten auch die quirligen Hängebauchschweinferkel genauso wie Esel, Erdmännchen und Co. im beliebten Tierparadies unterhalb der Kuckucksklippe. In diesem Jahr schon vor dem Kindertag hatte der Förderverein zum Tierparkfest eingeladen und die Gäste trotzten dem grauen Wetter und kamen zahlreich natürlich auch wegen der Einweihung der neuen Spiel-, Kletter- und Schaukelanlage. Ortsbürgermeister und Fördervereinschef Eberhard Heinze spannte dann die Familien nicht lange auf die Folter, bedankte sich aber im Schnelldurchlauf bei all den vielen Sponsoren und Unterstützern, die diesen Neubau ermöglicht haben. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag. Heute vor allem den Kindern, unseren Tieren, unserem Verein. Man sieht, wie zahlreich ihr erschienen seid. Das lässt uns hoffen, auch für die Zukunft. Lennart und Elen durften dann das symbolische Band durchschneiden und den Spielplatz freigeben, der natürlich im Sturm von den Jungs und Mädchen erobert wurde. Wo bisher die Wildschweine grunzten, können nun die Kids auf dem fantastischen neuen Spielplatz toben und das ganz in der Nähe des Cafés, wo die Eltern dann gemütlich Kaffee und Kuchen genießen können. Dank der Sponsoren konnte der Spielplatz übrigens für etwa 40.000 Euro errichtet werden. Aber auch sonst bot das Tierparkfest wieder die bewährten Attraktionen und Angebote mit Clown Leo, Karussell und Hüpfburg. Die Jugendfeuerwehr des Ortes bot den kleinen Löschangriff für die Knirpse an, ein Angebot, das die Kinder gern nutzten. Neben Bastelstraße und Reiten waren und sind es natürlich die tierischen Bewohner der Anlage, die die Aufmerksamkeit auf sich zogen und gern mit Futter verwöhnt wurden. Im Rahmenprogramm sorgte wieder das Theater Fairytale für Unterhaltung, bevor später auch die Halberstädter Papageienshow vorbeischaute. Zunächst aber galt es diesmal beim Märchenquiz des Thalenser Ensembles, insgesamt 12 Märchen zu erraten, die die Akteure hier ausschnittsweise aufführten. Für meinen besonderen Esel auch besonderes Futter. Und könnt ihr denn auch zahlen? Aber natürlich. Ich müsste nur mal so ganz kurz hinter so einer Ecke, dann habe ich das Geld. Prinzessin, was machst du hier? Ich soll das ganze Stroh zu Gold spinnen. Aber ich kann es nicht. Stroh zu Gold. Das ist doch ganz einfach. Spinnrädchen, sei ganz froh. Spinnrädchen, spinn das Stroh zu Gold. Erstaunlich, was das Theater in den vergangenen Jahren schon für das Bergtheater alles so inszeniert hatte. Die Teilnahme lohnte sich auch, denn es gab so einige Freikarten für die Sommersaison zu gewinnen. Mit ihrem alljährlichen Gastspiel hier beim Tierparkfest macht das Theater Fairytale natürlich alle Großen und Kleinen neugierig auf das Sommerstück dieses Jahres. Denn am 12. Juli feiert der Zauberer von Oz Premiere im Harzer Bergtheater. Darüber können Sie sich auch im Internet informieren.
Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Das Café zur alten Tischlerei in Wülperode präsentiert vom 3. bis 5. Juni eine Ausstellung unter dem Motto Alles von Hand gemacht. Elke und Carsten Selke zeigen hier ihre eigenen Kreationen aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Filzfiguren, Ölbilder, Häkelpuppen, Strickereien, Holzarbeiten und Keramikschmuck. An allen drei Tagen kann man den Ausstellern bei der Arbeit zuschauen oder auch mitmachen. Die Eröffnung ist am Freitag um 14 Uhr. Morgen bricht das Campusfieber in Halberstadt und Wernigerode aus. Die Hochschule Harz präsentiert ab 10 Uhr ihre ganze Vielfalt, fachlich, familiär und in bester Feierlaune. Der Tag der offenen Tür, der Bewerbertag, das Absolvententreffen und das legendäre Campusfest verschmelzen hier zu einem großen Event. Informiert euch über Studienangebote, nutzt das vielseitige Kinderprogramm oder stürzt euch ins feuchtfröhliche Nachtleben mit Live-Musik und allem Drum und Dran. Holzandi, die offene Erlebniswerkstatt in Ströbeck, lädt morgen ab 11 Uhr zur Piratenschatzwerkstatt ein. Ein kreativer Freizeitspaß für die ganze Familie, bei dem die Arbeit mit Holz im Mittelpunkt steht. Vorkenntnisse sind hier nicht erforderlich und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Achten Sie aber auf entsprechende Kleidung. Weitere Infos finden Sie auf www.holzandi.de. Erleben Sie die schottische Art zu feiern beim 7. Bagpipe and Drums Festival in Quedlinburg. Am 10. und 11. Juni präsentiert das schottisch-irische Event wieder tolle Highlights, neue Ideen und ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände der Stadtwerke. Start ist am Freitag um 19 Uhr mit einer Stepptanzshow der Extraklasse, kombiniert mit Irish Folkrock. Samstag geht es um 14 Uhr weiter mit dem Umzug einer Massenpipeband vom Marschlingerhof bis zum historischen Rathaus. Nach dem kurzen Intermezzo folgt dann ab 15 Uhr das Hauptprogramm auf dem Festplatz der Stadtwerke mit verschiedenen Pipebands, Chören und Tanzgruppen. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Programm mit vielen Höhepunkten und Live-Moderation. Die Schotten kommen am 10. und 11. Juni. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH, Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Erleben Sie die Top 6 von Deutschland sucht den Superstar im Harzer Bergtheater Thale. Wir sind die Top 6 von DSDS. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das alles haben wir nur euch zu verdanken. Vielen Dank, dass ihr so fleißig für uns angerufen habt. Wir sind so glücklich, ihr habt den 22.05. gehen wir gemeinsam auf große Deutschland-Tour. Yeah! Holt euch direkt ein Ticket. Wir wollen uns erholen. Bis bald. Die Top 6 von DSDS am 5. Juni live im Harzer Bergtheater. Tickets und alle weiteren Infos finden Sie auf www.bodetal.de. RFH präsentiert Kabarett Genial im Juni mit Monika Blankenberg. Liebe Faltenträger, liebe Alterspigmentierte und solche, die es werden wollen, freuen wir uns doch auf einen Abend gemeinsamen solidarischen Alterns. Es gibt für jeden Blödsinn gibt's einen Stichtag, nur fürs Altern nicht. Verstehe ich gar nicht. Da wüsste man doch, wo man dran ist, wenn auf einmal jemand hinter ihn steht, ihn auf die Schulter klopft und sagt, Tag, Frau Blankenberg, ich bin Ihr Alterungsprozess, von heute ab geht's abwärts, da wolle Mama. Sie werden geboren und schon geht's los. Ja? Aber niemand würde beim Anblick eines Neugeborenen sagen, guck mal, wie süß das altert. Sorgen sind ja wie die berühmte böse Schwiegermutter. Ungefragt stehen sie vor der Tür, kommen rein, bleiben länger, manche gehen gar nicht. Und sie hinterlassen Spuren, dummerweise immer im Gesicht. Ich hab so viel Körper. Ticketinfos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie.
Die Kommunale Beschäftigungsagentur bietet auch in dieser Woche viele offene Stellen in verschiedenen Bereichen. Werden Sie Verkäufer, Altenpfleger oder Lkw-Fahrer? Die KOBA, das Jobcenter im Landkreis Harz, unterstützt Sie bei Ihrer Suche. Umfangreiche Informationen zu den Stellenausschreibungen sowie weitere Inserate finden Sie im RFH-Teletext ab Seite 305 und im Internet unter koba-jobcenter-harz.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH-Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Erleben Sie die Vielfalt und Faszination der Talsperren. Das Land Sachsen-Anhalt verfügt über insgesamt 31 Talsperren mit unterschiedlichen Absperrhöhen und Stauraumgrößen. Die wasserwirtschaftlichen Anlagen stellen Rohwasser zur Aufbereitung von Trinkwasser zur Verfügung. Sie dienen dem Hochwasserschutz, der Niedrigwasseraufhöhung sowie der Fischwirtschaft und natürlich der Naherholung. Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt bietet Interessierten die Möglichkeit, von April bis September jeweils mittwochs ab 14 Uhr und samstags ab 11 Uhr außer an Feiertagen das Innere der Talsperre-Wende vorzubesichtigen. Diese Talsperre mit ihrem Informationszentrum liegt direkt im Ort Wendefurt an der B81 zwischen Blankenburg und Hasselfelde. Die anderthalbstündige Führung durch die Kontrollgänge mit fachkundiger Begleitung ist beeindruckend. Sie erfahren Wissenswertes über die Ausmaße und die Bauwerksüberwachung von Talsperren. Gruppenführungen mit mehr als 10 Personen sind ganzjährig, aber nur nach Absprache möglich. Sie können sich telefonisch unter 03944 942236 anmelden. Die beiden größten Talsperren des Bode-Systems, die Rappbode-Talsperre und die Talsperre Wendefurt, sind touristische Anziehungspunkte und bieten herrliche Einblicke in die Gebirgslandschaft des Harzes. Am Stausee der Talsperre Wendefurt finden Sie neben Fischgaststätten auch einen Ruder- und Paddelbootbetrieb. Eine weitere Attraktion ist die im Frühjahr 2011 im Toastbecken verankerte Schiffmühle, die europaweit als eine der ersten in Betrieb ging. Erlebenswert und informativ ist auch die Besichtigung der Sperrbauwerke der Talsperre Kelbra sowie das Staumauerinnere der Talsperre Wippra. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.talsperren-lsa.de. Rheinwelt präsentiert. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Jörg Reinitz, heute mit einer neuen Folge von Rheinwelt.
Ich möchte Ihnen unser Mikrowiesel vorstellen. Mikrowiesel Scheibenglanz, sagt der Name schon. Für Scheiben, das klar, für Spiegel, für das Auto, für alle glänzenden Flächen. Ein sehr innovatives, frisches Produkt, was Ihnen die Arbeit wirklich sehr, sehr vereinfacht. Die Anwendung ist denkbar einfach. Sie nehmen die 500 Milliliter Flasche, das ist ein Hochkonzentrat, die müssen Sie verdünnen, das ist wichtig. Die nehmen Sie einfach und geben so ein kleines Schlückchen in die Anwenderflasche. Die schicken wir Ihnen mit. Schwupp, das war's. Etwa die Unterkante des Etikettes ist für Sie maßgebend. Nicht mehr reingeben, lieber etwas weniger. Und somit holen Sie aus diesem 500 Milliliter Konzentrat ca. 25 Anwenderflaschen. Das ist richtig ergiebig. Jetzt brauchen Sie nur noch einen Schluck Wasser. Sie füllen also die Flasche nur noch mit Wasser, warmem oder kaltem Wasser, das ist völlig egal. Füllen Sie auf, Deckel drauf. So. Und jetzt war es das auch schon fast. Wir haben hier eine Spezialflasche, einen Spezialspülkopf. Zum einen natürlich dieser feine Nebel für große Flächen, also für Fenster, Spiegel und so weiter. Und zum anderen, einfach nur drehen, haben Sie diesen etwas härteren Strahl. Wenn Sie etwas größere Entfernungen überbrücken müssen, lassen Sie es kurz einwirken und dann einfach nur mit einem trockenen Tuch nacharbeiten. Ja, und dann geht's schon los. Das Problem kennen Sie ja. Essen, entweder alles stehen lassen, aber sauer machen, mit Sicherheit nicht. Hat ja keiner Lust zu. Gott sei Dank haben wir die Lösung. Wir haben Mikrowiesel, Scheibenglanz einsprühen und dann einfach mit einem trockenen Tuch nachreiben. Das ist alles. Ob es der Glastisch ist, ob es die Fensterscheibe ist, ob es die Dusche ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben sofort Glanz, keine Schlieren und Sie sind ruckzuck fertig. So, wer putzt schon gern Fenster? Ich nicht. Ich kenne auch keinen. Aber es muss gemacht werden. Sonst brauchen Sie irgendwann keine Gardinen mehr, weil alles grau ist. Hat natürlich auch Vorteile. Aber das Problem beim Fensterputzen ist ganz klar. Fingerabdrücke, Schlieren. Und wenn Sie mit dem Mikrofasertuch arbeiten, alles schön und gut. Aber, und das ist entscheidend, Sie haben fast immer, wenn Sie es nicht richtig ausbringen, kleine Rückstände. Meistens zu kleine Kalkrückstände. Will kein Mensch haben. Und wenn dann die Sonne rauskommt, dann sehen Sie die Schlieren. Es geht auch einfacher. Sie brauchen natürlich immer Feuchtigkeit. Wir haben ein Produkt entwickelt mit Mikrowiesel, das die Sache verdammt leicht macht. Sie müssen einfach nur die Scheibe einsprühen. Damit haben Sie die Feuchtigkeit dort, wo sie hingehört. Nämlich auf der Fläche, die Sie reinigen wollen. Das ist alles. Und jetzt brauchen Sie ein trockenes Mikrofasertuch. Da können Sie die Tücher nehmen, die mit dem Set sind. Sie können auch zur Not ein Geschirrtuch nehmen. Spielt keine Rolle. Und jetzt einfach nur mit einem trockenen Tuch nachwischen. So. Im Grunde genommen hat sich schon erledigt. Der Rest verdunstet. Und das war's. Und egal, ob Sie jetzt Scheiben putzen, ob Sie Ihren Spiegel zu Hause putzen. Hier haben wir noch was drauf. Das ist also wirklich kussechter Lippenstift sogar. Vielleicht müssen Sie hier nochmal nachgehen, aber es ist ja nicht die Regel, dass Sie Ihre Scheiben mit Lippenstift beschmutzen. Aber selbst hier kein Problem. Das ist ein Wahnsinnsglanz. Es ist ganz einfach. Sie müssen nicht mehr wringen. Es ist im Prinzip ein Abstauben. So einfach kann Fensterputzen sein. Jetzt sind wir im Bad. So. Lieblingsstelle. Spiegel. Macht kein Mensch gern. Am besten noch, wenn die Lampen an sind, weil dann sehen Sie jeden Fussel. Also auch hier natürlich Mikrowiesel. Ganz kurz einsprühen die Oberfläche. Die Feuchtigkeit reicht vollkommen aus, hat man gesagt. Und jetzt ist hier ein Schnelltrockner drin. Das kennt man eigentlich aus einer Autowaschanlage. Das Gebläse bringt natürlich logischerweise die Feuchtigkeit weg. Aber dieser Nachtrocknungseffekt, das macht der Schnelltrockner. Und genau das haben wir hier drin. Das können Sie sehr gut sehen. Wie der Rest oder die Restfeuchte wegzieht. Sie haben nur noch Glanz auf der Oberfläche und so muss es sein. Einsprühen, abstauben, fertig. Selbst ein Spiegel. So einfach. Wenn wir schon im Bad sind, nächster Punkt. Armaturen, Chromanlagen. Auch Ihre goldenen Wasserhähne, wenn Sie welche haben. Spielt keine Rolle. Sind keine Säuren drin, keine Phosphate drin. Es ist ein unglaublich mildes, aber sehr effektives Reinigungsmittel. Wie gesagt, mit Schnelltrockner. Also Armaturen, auch hier natürlich, die sollten trocken sein, nicht feucht. Einsprühen. Ganz kurz vielleicht vorher nochmal, man sieht hier diese Kalkränder. Das ist genau das, was kein Mensch haben will, was aber immer wieder passiert. Selbst wenn Sie die Hände kurz abschütteln, kommt ein Tropfen drauf, Kalkrand. Also, einsprühen, brauchen Sie gar nicht großartig einwirken lassen. Auch hier wieder mit einem trockenen Mikrofasertuch, zack, zack. Sieht aus wie neu, hätten Sie sie gerade angeschraubt. Feine Sache. Immer Glanz und Sie haben sogar noch eine kleine Schutzschicht aufgetragen. So einfach kann das Putzen sein. Es macht immer wieder Spaß.
Mikrowiesel hat natürlich einen sehr, sehr großen Anwendungsbereich. Unter anderem natürlich auch sehr gut geeignet für die Wischwaschanlage Ihres Autos. Auch hier Deckel auf, ganz kurz, ca. 2 Verschlussklappen. Einfüllen. Zack, Wasser nach, das war's. Saubere Scheiben, trockene Scheiben im Handumdrehen. Die Produkte dieser Show erhalten Sie im Rheinwelt-Shop. In Halberstadt in der Rudolf-Diesel-Straße 16.